Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch am Dienstag hier aus Finnland. Und zwar die Themen, die wir für euch frisch gepresst haben: Lufthansa, Streiks verhageln, die Bilanz gibt eine Gewinnwarnung sogar. Lufthansa fliegt wieder nach Tel Aviv, United musste eine Crew aus Tel Aviv während des Angriffs evakuieren. Der älteste fliegende Airbus A380 ist jetzt bei Qantas, da werden wir auch von reden. Dann Airbus benutzt Titan aus Norwegen, um unabhängiger zu werden von Titan aus Russland, den sie, glaube ich, jetzt gar nicht mehr nutzen. Und es geht dann weiter bei der Lufthansa, die macht Konzessionen an die EU bei der ITA-Übernahme. Mal gucken, was da jetzt draus wird. Ihr merkt, ich muss grinsen. In Stockholm Arlanda ist jemand mit Gold im Wert von 150 Euronen, 1,7 Millionen SEK, also schwedische Kronen, sollte ich dazu schreiben, gefunden worden. Klingt natürlich dramatischer mit 1,7 Millionen SEK als 150.000. Und wir haben eine Kanadierin, die flog über Deutschland und hatte so dieses Cannabis-Ding etwas missverstanden anscheinend und sitzt jetzt in Glasgow, ist es, am Flughafen, ist sie nämlich erwischt worden, im Knast. Cannabis im Wert von 129.000 Euro umgerechnet, 136.000 Dollar oder 112.000 Pfund. Aber nichtsdestotrotz, sie hätte mal meine Sendung von gestern anschauen dürfen, denn Kanada hat legalisiert das Cannabis, Deutschland hat legalisiert das Cannabis, aber nicht die Menge. Ich meine, ich gucke gerade mal nach, damit wir die Kilogrammzahl haben. Sind übrigens 110.000 Pfund gewesen, 17,2 Kilogramm, ich weiß gar nicht. Ja, bekloppt die Menschen, bekloppt, 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 bekloppt. Jetzt habe ich alle Themen durch und ihr seid wieder dran. Nee, Niederlande hatten gestern Probleme mit dem Verkehr. Das kommt auch noch. Das ist für Rails and Wings, Wings and Rails. Nur für die Niederlande. Nochmal eine Sondermeldung. Aber jetzt könnt ihr den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren und natürlich Kanalmitgliedschaft und viel Liebe. Und die Rufnummer, falls ihr Sorgen, Ängste oder Nöte habt, macht es wie einige gestern auch, die mir geschrieben haben auf WhatsApp. So, das erste Thema ist natürlich an dieser Stelle das Thema Israel. Lufthansa fliegt wieder nach Tel Aviv. Man hat quasi, wie alle anderen, auch den Flugverkehr wieder aufgenommen, heißt also aus Israel heraus. Austrian Airlines landet wieder am Morgen am Ben Gurion, da geht es weiter. Heißt also, dass man dort nicht das gleiche macht wie in Teheran. Teheran will man erst wieder ab Donnerstag anfliegen. Muss mal gucken, wie die ganze Sache sich entwickelt, weil ja noch im Raum ist, ob Israel zurückschlägt oder nicht. Die Antwort, wir werden zurückschlagen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, klar. Das sagt natürlich nichts. Und auch heute soll wieder die Linie nach Amman auflaufen oder anfangen, wie das so schön heißt. United hatte so ein bisschen Stress. Man hat es da nicht machen können wie andere Fluggesellschaften, wie bei der Austrian Airlines, die aus Sicherheitsgründen die Crews gar nicht mehr da übernachten lassen und damit die Flugzeiten so angepasst hatten, dass das ein Abholer werden konnte. Lufthansa ist gar nicht geflogen. United hat dort Crew gelassen und hat auch Piloten natürlich da gelassen und Kabine. Und das ist dann natürlich ein Riesenproblem. Gerade als es diesen Angriff gab, war es halt so, dass man natürlich da ein bisschen Stress bezüglich der Thematik, und man muss natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass das natürlich, wenn man da ist, ein Riesenproblem ist. Und ja, man hatte auch einen technischen Stopp in München gemacht und so weiter, aber man hatte die Crews nicht ausgetauscht in der Art und Weise, wie man das machen wollte. Aber jetzt ist es halt so, dass man halt jetzt wieder diese Non-Stop-Flüge ab 6. März gemacht hat und die Crew war halt zu dem Angriff da und dann hat man sie außer Landes gebracht. Und dadurch, dass es halt dort dann eine Übernachtung gab, weil es jetzt mittlerweile wieder ein Direktflug ist und nicht dieser technische Stopp, wo man die Crew ausgetauscht hat in München. Interessanterweise finde ich halt, dass die von United von München nach Tel Aviv und zurück fliegen konnten, aber die Lufthansa konnte es nicht, das nur so als Randbemerkung. Ist es so, dass man das natürlich ehrlicherweise dort ja, einmal anmerken muss. Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass British Airways auch seinen Service dorthin
geführt hat. Aber interessant ist halt wirklich, dass die Crew dann außer Landes evakuiert wurde und dass solche Pläne natürlich dann bestehen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Lufthansa Inlandsmeldung. Und Lufthansa hat halt gesagt, der Streik hat sie richtig Geld gekostet. Und da ist es so, dass man natürlich da jetzt Riesenprobleme hat. Und da ist es so, dass man jetzt nur noch mit einem EBIT rechnet, also mit einem bereinigten EBIT-Gewinn, so ist es richtig, von 2,2 Milliarden Euro. Das ist natürlich interessant, deshalb, weil man natürlich da mehr hatte. Aber es ist halt eine halbe Milliarde weniger als bisher angepeilt. Das Ergebnis vom letzten Jahr scheint damit, schon habe ich 2, 3,2, ist das 2,2. Das angepeilte Ergebnis von 2,7 scheint damit außer Reichweite vom Vorjahr. Und damit ist das natürlich ein Problem. Zwar schreiben die Fluggesellschaften in dieser Zeit meistens rote Zahlen, aber im Moment sind die Flugpreise so hoch, dass man dort natürlich eigentlich Geld macht. Und die Außenstände haben, also der Streik hat die Lufthansa 350 Millionen gekostet, das sagen sie. Und das ist natürlich so. Der operative Verlust des Konzerns mit 849 Millionen Euro ist mehr als dreimal so hoch wie im Jahr zuvor. Und die Lufthansa habe nur einen Schnitt von 554 Millionen erwartet. Also das heißt, man hat da was gemacht. Und die Nachfrage ungebrochen stark. Also das heißt, da gibt es immer noch genug Passagiere, die mit Lufthansa fliegen wollen, die sich vielleicht auch freuen, dass jetzt in München der erste 350er mit Allegris steht. Und da gibt es ja auch ein Lufthansa-Event. Einige Einladungen sind ja rausgegangen schon an Horn Circle zum Beispiel. Und was gibt es noch? Unsicherheit natürlich Nahosten. Heißt also, was da passiert, das kann natürlich Auswirkungen auf die ganze Region haben. Ihr seht ja, was da passiert, wenn Lufträume geschlossen werden, Jordanien und so weiter. Selbst Saudi-Arabien kann betroffen sein, weil da Militäroperationen dann von da aus gestartet werden. Insofern ist das für Lufthansa natürlich elementar. Auch die Flugstrecken, die halt geändert worden sind. Also insofern ist das relativ spannend. Wobei man natürlich auch sagen muss, auch hier wieder, wir geben keine Aktienempfehlung. Der Kurs von der IAG ist auch runtergegangen. Aber es ist halt im Frühjahr immer üblich, dass die Fluggesellschaften da nicht so viele positive Zahlen haben. Nächste Woche um diese Zeit bin ich auch in Helsinki im HOT, im House of, was war das, Transport and Travel oder sowas. Oder Technology and Travel. Das ist auf jeden Fall das Headquarter von Finnair. Da wird es auch die ersten Quartalszahlen nochmal erklärt bekommen. Gut, damit haben wir das Ganze abgearbeitet und können uns dem Thema ITA zuwenden. Die ITA ist ja bei der Lufthansa ganz stark auf der Wishlist und selbst bei dem Umbau gibt es auch einen freien Sitzplatz. Mein rechter, also von euch links, also hier, also egal wie, ihr wisst ja, mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir die ITA herbei, so kann man sich den Carsten Spohr ja vorstellen. Und da ist es jetzt so, dass man natürlich weiter ringt und die Kommissionssprecherin sagte, wir können bestätigen, dass die Parteien Zusagen gemacht haben, um die vorläufigen wettbewerbsrechtlichen Bedenken auszuräumen. Und diese werden jetzt sorgfältig geprüft und es gibt dort bei der Lufthansa folgende Statement, umfassenden konstruktiven Lösungen. Heißt also, dass man dort wirklich auch den Bedenken der EU Rechnung tragen möchte und Strecken dann Mailand-Linate wahrscheinlich aufgibt bzw. an Konkurrenz abgibt. Und man muss halt gucken, wie das Ganze dort ist. Auch Ryanair ist übrigens in Italien richtig am Feuer bekommen, weil die Flüge im Winter so viel billiger sind als im Sommer. Ja, natürlich, weil der Bedarf halt nicht da ist. Aber wie ist es halt so, dass man natürlich weiß, dass die EU-Behörde da Bedenken hat. Aber ich bin mal gespannt, welche Details es sind, weil es sind keine Details genannt worden, was da passiert. Aber man kann davon ausgehen, dass man wohl einige Strecken aufgeben wird und auch dann über den Atlantik, ob da irgendwas passiert, das fände ich relativ spannend. Der Grund und der Zweck ist immer noch, und das muss man halt wirklich sagen, die Behörde befürchtet, dass Kunden nach der Übernahme unter steigenden Preisen oder unter einer schlechteren Qualität leiden können. So sieht das aus. Gut, gut. Da bin ich mal gespannt, was da passiert, ob da die Monopolstrecken jetzt rausgehen. Wer mit Qantas fliegen möchte, kann auch mit dem ältesten A380 fliegen, der zurzeit in der Luft ist. Und zwar ist das die Victor Hotel Oscar Quebec Alpha. Und das ist auch das erste A380-Modell, was an die Qantas ausgeliefert worden ist.
Und zwar war das die dritte Fluggesellschaft, nämlich Qantas, die 380er bekommen hat. Zuerst war es ja Singapore Airlines, dann waren es die Emirates und dann waren es die Australier. Das Flugzeug hat die Seriennummer 14. Daran sieht man halt, welche Flugzeuge schon teilweise verschrottet sind oder noch am Boden sind, weil wir erinnern uns ja an diese Global Airlines und Highfly-Geschichte, die dann kommen. Und auf jeden Fall ist es so, dass man natürlich erst die ganzen 380er loswerden wollte. Aber wie wir alle wissen, gibt es Flugzeuge, die man nicht bekommen kann. Und da muss man den 380er benutzen, um da halt Spaß zu haben. Aber das Flugzeug hat eine neue Kabine bekommen. Und von den 112-380 wurden zwei bereits verschrottet. Die Airline will bis Ende des Jahres alle verbliebenen 10-380 wieder einsetzen. Während zwei aktuell noch in Abu Dhabi zur Wartung sind, das wäre die Quebec Alpha. Das ist halt die erste von Qantas und die soll jetzt in den Liniendienst bald gehen. Also das ist, ne, die ist sogar seit Anfang April im Liniendienst. Also insofern alles wieder in Ordnung. Auch Lufthansa setzt auf den 380. Bin mal gespannt, was dort für eine Kabine kommt. Vielleicht wird das dieselbe Kabine sein, die oben ins Upper Deck bei der 747 kommt. Da wäre das ja natürlich gar nicht so verkehrt, aber ich bin mal gespannt. Und was ich auch lustig finde, aber das ist jetzt wieder nur ein Seitenhieb von mir, wenn Allegris verkackt und die Leute finden die anderen Kabinen einfach besser. Ich weiß es nicht. Ich finde das lustig, was da passiert. Da können wir natürlich gucken, wie das weitergeht und das Spiel gespielt wird. Wir haben Titan. Titan, ein Werkstoff, den ich persönlich sehr mag. Das hier ist zum Beispiel Titan. Dann habe ich hier aus Titan noch so eine Taschenlampe. Ich weiß gar nicht, kann man das rausziehen? Ah, mit Magnet. Zack, bumm. Mein EDC. Das ist etwas, was ich immer mitnehme. Und das Titan wird auch gebraucht im Flugzeugbau. Und da ist es so, dass man das Titan natürlich aus Russland bekommen hat bei Airbus. Und das ist ja jetzt im Moment bäh. Weil man auch Sanktionen dort hat, was in meinen Augen natürlich, also wie gesagt, wenn das den Erfolg hat, den man damit haben möchte, dann ist das alles legitim und alles in Ordnung. Aber ich finde ja auch, man sollte selber self-sufficient sein, heißt also, dass wir alles selber produzieren können. Und wenn wir Titan halt nicht selber produzieren, können wir was nicht haben. Und man kann es aus Norwegen kriegen, dann nimmt es doch aus Norwegen. Und das ist jetzt auch das, was die Freunde bei Airbus gemacht haben, dass das Titan jetzt aus Norwegen kommt. Und man braucht es natürlich bei Triebwerksaufhängungen sowie an Fahrwerken. Und 50% konnte man bis jetzt quasi noch aus Russland beziehen. Es steht übrigens nicht auf der Embargo-Liste, ne? Das ist also so anscheinend eine freiwillige Geschichte von der Airbus. Und im Militärbereich verwendet Airbus schon seit 2022 kein Titan mehr aus Russland. Nun stand Airbus auch den zivilen Sektor einen Neulieferanten ein, das ist Norsk Titanium. Und man möchte noch andere alternative Bezugsquellen finden. Also insofern interessant. Wir hängen stark vom Titan ab, das wir von russischen Zulieferern bekommen, hatte der damalige Airbus-Produktionschef Gunter Buczek seinerzeit festgestellt. Und man hat natürlich seit 2014 schon da die Warnung gehabt, weil seit dem Krim-Vorfall und der Annektierung da natürlich dann Vorzeichen waren. Aber wir sind keine politische Sendung, deshalb keine Bewertung von mir. Die Freunde aus den Niederlanden, die haben gestern Abend Stress gehabt. Und zwar gab es da eine Malfunction, wie das so schön heißt, also eine Fehlfunktion, so würde man es nennen. Und dann hatte nämlich die Luftverkehrsleiding, das hat was mit Leiden anscheinend zu tun, Niederland, also die LVNL, hat da folgende Meldung gesagt: After an early technical malfunction that occurred on the evening on Monday, April 15th, the Air Traffic Control System, LVNL, is fully operational again. Also das heißt, es gab gestern dort eine Störung, es konnten Flugzeuge teilweise nicht landen, mussten ausweichen auf Flughäfen, zum Beispiel in Belgien. Ostende war zum Beispiel ein Flughafen, interessanter Flughafen, ich bin selber auch schon mal in Ostende gewesen, auf dem Flughafen, aber auch in Ostende öfters selber gewesen für Osterferien, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht am Stammtisch mehr. Kommen vielleicht auch wieder Stammtische. Auf jeden Fall ist es so, dass dann wieder ab 23 Uhr
dort dann wieder gestartet werden konnte. Einige sind in Schiphol trotzdem gelandet, einige sind dann halt in Brüssel oder sonst weiter gelandet. Das war für die Leute, die sich gewundert haben, warum zum Beispiel gestern Abend einige Flüge auch storniert worden sind und warum man nicht von Deutschland aus dahin geflogen ist. Dann haben wir einen typischen Fall von bist du doof? Und zwar hat ein 60-jähriger Mann am Sonntag, als er in Stockholm Arlanda am Flughafen war und das Land verlassen wollte, Goldbarren in seinem Besitz gehabt von 1,7 Millionen schwedischen Kronen, sind 150.000 Euro. Ja, ich weiß, 1,7 Millionen Kronen klingt viel geiler. Aber es ist halt so, dass Mats Eriksson, das ist ein Pressesprecher der Stockholmer Polizei, gesagt hat, dass dass die Festnahme Schmus war, also das heißt geschmeidig war. Und nachdem man ihn befragt hat, hat er gesagt, dass er quasi da das Gold hatte. Und es ist halt einfach so, dass man in Schweden dieses Jahr einen Rekord von 93,4 Millionen schwedische Kronen sind 8,1 Millionen. Nein, es steht Gott sei Dank da, ich brauche es nicht ausrechnen, gefunden hat. Und das ist natürlich so, dass das Problem ist nicht, dass die Leute mit dem Gold rumwackeln, weil man muss ja ab 10.000 Euro immer anmelden oder Gegenwert in Gold, Juwelen, whatever. Aber das Problem ist halt, dass das der Geldwäsche dient und das ist halt das, was man damit beenden möchte. Und das ist halt wirklich so. Selbst Uhren werden zur Geldwäsche benutzt. Als letztes Thema heute haben wir wieder ein Thema aus dem Hause Cannabis. Und zwar musste ich grinsen, als ich das gelesen hatte, habe ich gedacht, das muss ich euch erzählen. Und zwar eine Dame aus Kanada geflogen. Und zwar, sie flog von Alicia Penny, ist ihr Name. Also das waren keine Pennys, 22 Jahre alt. Die flog von Toronto nach Frankfurt, um weiter zu fliegen nach Glasgow. Und dann muss man der Ehrlichkeit halber sagen, hat ein Freund ihr gesagt, das ist ihre Storyline. Kannst du mal 17, irgendwas Kilogramm Cannabis für mich mitnehmen? Das war am 5. Februar. Und dann ist sie natürlich da entdeckt worden, weil dem Zoll ist aufgefallen, man fliegt von Toronto nach Frankfurt, nach Glasgow. Das ist jetzt für uns als Vielflieger jetzt nicht wirklich so problematisch, weil wir auch sagen, hey, Mileage Run und so. Aber in dem Fall war es so, dass sie dann auf die Frage hin, wo sie denn Urlaub machen wollte, sagte London. Gut, Glasgow, London. Und dann fragt man, ja, wie willst du denn nach London kommen? Man könnte jetzt noch argumentieren, das Ticket war billig. Ja, Uber. So, die Fahrt von Glasgow nach London. Ja, festhalten, Freunde der gepflegten Gastlichkeit mit dem Uber. Das sind 7 Stunden Fahrt. Und das Ganze war mit 800 britischen Pfund. Und ich mache gerade mal die Umrechnung, damit wir das wissen. Das sind 937,50 Euro. Für das Geld hätte ich auch gleich direkt, glaube ich, nach London fliegen können. Jetzt fragt man sich natürlich in Zeiten von Karl Lauterbach, wieso hat sie das Zeug da mitgebracht? Der Anbau in den USA, aber auch in Kanada, ist legal. Das heißt also, dass der Cannabisanbau dort halt professionell durchgezogen werden kann und die Qualität des Cannabis ist wohl besser. Ich bin da kein Fachmann, ich werde aber anscheinend langsam zum Fachmann. Und so ist es so, dass man natürlich da bei dieser Distanz, sind übrigens 414 Meilen, keine Qualitätsverluste hat, weil sie sind in luftdichten Packungen verpackt gewesen. Und ist aber das Problem, dass in England das ein Class B-Narkotik ist. Und das ist 14 Jahre Knast maximal und unlimitierte Strafe finanziell. Na? Also insofern hätte man das gar nicht machen dürfen, machen sollen. Also insofern weiß man, dass das falsch ist. 25 Gramm und dann die Summe. Ich weiß jetzt nicht, was die Freimenge ist in Kanada. Da ich wirklich da kein Fachmann bin, wenn ihr da Informationen habt, könnt ihr hier unten das Ganze in die Shownotes schreiben. Habe ich überhaupt eine Frage des Tages gemacht? Nein, habe ich gar nicht. Die muss ich dann jetzt, glaube ich, gleich im Flug machen. Aber ich fand es halt amüsant, dass man das dann quasi so übertreibt und da so ein Späßchen mit hat. Aber es gibt jetzt nächste Woche wahrscheinlich die Urteilsverkündung und die Dame hat keinen Spaß mehr. Ihr könnt jetzt an dieser Stelle wie immer die Frage des Tages beantworten und ich werde die Frage des Tages jetzt spontan machen. Und zwar mit der Lufthansa, mit der Gewinnwarnung. Seht ihr das auch so, dass die Lufthansa immer noch
gut im Saft steht und dass es dort die Zahlen der Passagiere hergeben, dass man dort weiter das Geld so mit vollen Händen scheffeln kann? Oder seht ihr irgendwo schon am Horizont die Preise wieder erodieren und schaut, dass das eigentlich die Hochpreiszeiten vorbei sind? Ich persönlich glaube nicht so ganz dran, dass die Preise noch runtergehen im Moment, aber wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt, ob sich das normalisiert. An dieser Stelle wie immer danke, dass ihr bei Frequent Traveler TV dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und wie lange haben wir die Sendung jetzt gehabt? Ich muss mal gerade gucken. 28 Minuten, ich habe es geschafft. Kann ich aufhören zu sabbeln? Ich sage einfach danke, Kanalmitgliedschaft und für euch der Abspann. Also danke, bis dann, ciao. Thank you.